Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Tortuga. Und die Sammy ist wieder da. Hallo. Hallo. So, jetzt musst du mir aber mal was sagen. Wie war es bei dem Typen? Du kamst ohne diesen Rebi wieder hierher. Wie war es bei ihm? Der hat eine kleine Hütte. Der hat eine kleine Hütte? Ja, der hat eine kleine Hütte. Das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ja. Aber der hat irgendwelche komischen Sachen in seinem Garten wachsen. Ich weiß nicht, was das ist. Der hat komische Sachen in seinem Garten wachsen? Ja, irgendwas, irgend so ein Kraut, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Oh Gott. Da, am Ende ist es irgendwo was Komisches, deswegen ist er so komisch drauf wahrscheinlich. Also, zu mir war er ja immer komisch. War er zu dir wieder nett? Ja, bei mir war er immer nett. Hat er wieder irgendwas wegen dem Heiraten, dass er dich heiraten will oder so gesagt? Nee, da hat er nichts erwähnt. Ach Gott, der Typ ist... Okay, ich hab eigentlich gehofft, dass du wieder mit ihm hierher kommst, dass ich ihm mal zur Rede stellen kann, aber... Naja, solange dir nichts passiert bei ihm, ist auch gut. Ich glaube, ich komme dann das nächste Mal einfach mit und dann werden wir sehen. Ja, oder so. Ja, also pass auf, Sammy, oh Gott, es ist viel passiert, oh Gott, das muss ich dir noch sagen. Pass auf, erstmal der Kleine. Ich würde sagen, wir nennen ihn jetzt einfach mal Frido die ganze Zeit, weil ich habe... nach einem Namen gesucht und er hört, glaube ich, eigentlich auch auf Frido. Und Frido klingt doch eigentlich süß und passt, oder? Ja. Aber jetzt haben wir das nächste Problem. Erstens habe ich einen Baby-Elefanten gefunden. So, das war schon mal süß, weil der ist. Ich weiß nicht, siehst du den von hier aus, wenn du da geradeaus, wo ich hingucke, am Strand da hinten? Kannst du es auch mal schauen? Ja, genau. Und jetzt das nächste Problem, ich dachte mir, ja, was macht ein Baby-Elefant allein hier am Strand? Weil da irgendwo müssen ja auch seine Eltern sein. Ich meine, der kann ja nicht einfach hier von Gott erschaffen worden sein. Und da habe ich ein bisschen nachgeguckt und dann habe ich eine Höhle gefunden, oder besser gesagt einen Durchgang. Und Sammy, ich habe ein Dorf gefunden mit anderen Menschen. Und zwar andere Menschen, das bedeutet Ureinwohner oder sowas. Das heißt, wir sind hier nicht allein. Und... Ich hab's mir mal so ein bisschen angeschaut, aber ich habe mich noch nicht so getraut und ich dachte mir, und pass auf, jetzt wird ja einiges klar, wenn du hier Frido so siehst, so mit nur mit dieser Hose aus Blättern und dann Ureinwohner da hinten, dieses Dorf. Ich glaube, Frido kommt aus diesem Dorf. Das kann sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen vielleicht jetzt mal kurz dahin und ich weiß nicht, ob die unsere Sprache sprechen oder so, aber wir müssen denen irgendwie sagen, dass wir ihr Kind haben, weil... Keine Ahnung, ich weiß halt auch nicht, ob die friedlich oder böse sind, aber würdest du kurz mitkommen dahin und das denen sagen? Ja, geh nicht allein. Weil ich glaube, wenn ich da alleine hingehe, dann rasten die komplett aus und wenn ich eine Frau noch dabei habe, dann sind die vielleicht ein bisschen... Och, nee, du! Och, pass auf, wir machen es so. Ich bin letztens schon im Regen dahin gegangen und da ist echt dunkel. Lass uns wieder kurz warten, bis es heller wird. Lass uns hier kurz unterstellen. Das geht ja immer fix hier. So, okay. Och Gott. Mensch, das ist immer furchtbar auf dieser Insel. Mal regnet es, dann 5 Minuten wieder Sonne, dann wieder 5 Minuten Regen. Furchtbar. So, pass mal auf. Ich kann dir ja kurz den Elefanten noch zeigen. Oh, das ist aber ein schöner Vogel. Hallo? Okay, ich glaube, der hat Angst. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob die Elefanten diesem Dorf gehören, weil die laufen einfach so frei am Strand rum. Und, oh, der ist schon wieder ein bisschen gewachsen, der Kleine hier. Und guck mal, du kannst ja mal probieren, ich habe hier so einen Zuckerwürfel, du musst ihm mal den Elefanten geben, wenn du, der isst die nämlich voll gern. Oder? Ja. Oh, doch. Ich kann ihm einen Namen geben. Du kannst ihm einen Namen geben? Ja. Oh mein Gott, oh Gott, Leute, schreibt ganz viele Namensvorschläge in die Kommentare, nenn ihn irgendwie erstmal, gib ihm erstmal einen spontanen Namen, der dir einfällt. Leute, ihr müsst jetzt ganz viele Namensvorschläge für den Elefanten reinschreiben, Gott, wir können dem Elefanten einen Namen geben. Oh Gott. Ich bin gespannt, wie du ihn nennst. Ich bin gespannt, wie du ihn nennst. Ich bin gespannt, wie du ihn nennst. Nennst. Du überlegst aber lang. Ja, ich will ihm einen coolen Namen geben, aber der wird eh weg. Elefant. Heißt der jetzt? Baby-Elefant, oh süß. Okay, pass auf, der geht immer ins Wasser. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass der von den Haien gefressen wird. Deswegen schiebe ich ihn immer. Oh Gott, das klang ja fast wie ein Tiger. So, geh mal hier hoch, genau. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass der hier gefressen wird von den Haien. So, fein. So, hier kriegst du noch Zucker. Willst du nicht? Okay, ich glaube, er hat keinen Hunger mehr. Ach, guck mal, der ist... Ist er gerade gewachsen, sag mal? Also letztens war der noch so groß wie ich, jetzt ist der so riesig. Okay, oh Gott. Okay, komm mal mit. Hier hinten habe ich dann nämlich noch 2 weitere Elefanten gesehen.
Und dann habe ich das Unfassbare gesehen. Also das war wirklich der Hammer. So, pass auf. Guck mal, hier ist noch ein Elefant. Und das müssen ja die Eltern sein. Hier ist ein riesengroßer Elefant. Und ja, ja. Da hinten, wo war der andere? Da, hier ist noch einer. Und ich glaube, das sieht mir so ein bisschen aus wie die Mutter. Und der andere sieht ein bisschen aus wie der Vater wahrscheinlich. Ich verstehe es nicht so ganz. Und jetzt guck mal, jetzt kommt der Hammer. Okay, jetzt dürfen wir nicht mehr so laut sein, weil pass mal auf. Jetzt habe ich hier das gefunden. Lichter. Und die können ja nicht einfach hier so von der Natur erschaffen worden sein. Oh, guck mal die Wände an. Hier sind überall Zeichnungen ja, dran. Ja, ja. Und dann dachte ich mir, hier muss doch irgendwas sein. Und jetzt, pass auf. Also ich glaube, nimm mal lieber das Schwert runter, nicht, dass sie uns gleich angreifen, wenn die uns ja sehen, weil die denken, wir greifen die an. Oh. Ach Gott, ich hab ein bisschen Angst. Okay, pass auf. Dann habe ich diesen Weg hier nach unten gesehen. Wir müssen das jetzt ein bisschen... Wir müssen gucken, wie wir es machen. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie unsere Sprache sprechen, aber wir haben ihr Kind. Und, okay, pass auf. Oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Weil, ich meine, guck mal, siehst du diese da schon? Die sind oh, halt ja, nackt. Pass auf, ich gehe mal hin. Hallo? Wir, oh Gott, Sammy, der hat einen Speer in der Hand. Oh. Der hat Sammy, der greift an! Renn weg! Renn einfach irgendwo hin! Renn weg! Ach du Scheiße! Bleiben Sie doch stehen! Wir haben Ihr Kind! Hallo! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wir haben Ihr Kind, sag mal! Verdammt! Bleiben Sie stehen, verdammt! Hallo! Bleiben Sie bitte stehen! Wir haben Ihr... Sag mal... Mir reicht's irgendwann! Oh Gott, ich hab ihn getötet, Sammy! Oh oh! Aber warte mal, das haben die anderen nicht mitbekommen da hinten! Ich meine, wir haben... Wir wollen dir doch nur was Gutes tun. Wir haben ihr Kind. Warum greift er direkt an? Aber er hat nichts gesagt oder so, oder? Ja, hast du irgendwas geredet? Nur so irgendwelche komischen Geräusche. Ich verstehe nicht. Was zur Hölle sind das für Leute? Verdammt. Hallo? Oh. Ach du Scheiße, renn weg. Renn da hoch. Renn wieder da hoch. Zur Höhle hoch. Ich halte ihn irgendwie davon ab. Geh weg, verdammt. Hier hoch, genau. Ach, verdammt. Geht weg. Wir wollen doch ihnen nur ihr Kind wiedergeben. Was ist denn mit den... Sag mal... Ach. Hallo. Er kommt hier noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, jetzt kommt noch einer. Ach du Scheiße, ich muss weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hören Sie doch mal zu. Wir wollen ihnen doch nur ihr Kind wiedergeben. Verdammt. Okay, renn. Die dürfen nicht sehen, wo unser Lager ist. Ich weiß nicht. Eigentlich verlassen solche Leute doch nie ihr Dorf, oder? Nee, renn. Ja, sie gehen zurück. Ach, ja. Verdammt. Ja, toll. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, wir können den kleinen Jungen doch nicht behalten. Ich meine... ich glaube, die haben wahrscheinlich noch nie normale Menschen gesehen. Oh Gott. Ja, wir sehen ja anders aus als... Okay, pass auf. Lass uns zurückgehen. Ich weiß nicht, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich habe auch gesehen, da sind auch Frauen in dem Dorf. Das heißt, es sind nicht nur diese Männer. Aber die haben wahrscheinlich Angst. Ich kann das auch verstehen. Ich meine, ich habe viele Filme damals gesehen über irgendwelche Ureinwohner im Dschungel oder so, die natürlich... Ja. Das absolut nicht kennen, wenn dann normale Menschen kommen. Ach Gott. Also, was ich dir noch sagen wollte, die Erdbeeren sind übrigens gewachsen. Guck mal. Ich gebe dir schon mal zwei. Falls du da irgendwann mal Hunger hast, kannst du die nehmen. Das ist auf jeden Fall hervorragend, weil wenn jetzt immer wieder neue wachsen, haben wir unendlich viel Essen. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass dieses Hilfezeichen doch jemand sieht und uns irgendwann jemand abholt. Ach, der Babyelefant. Ich glaube, jetzt hat er keine Lust mehr auf Zucker, weil jetzt ist er kein Baby mehr. Okay, Leute, auf jeden Fall schreibt mal einen Namensvorschlag für das schöne Ding in die Kommentare. So, lass uns zurückgehen. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt mit dem Kleinen? Wir sollten schon zurückgehen mit ihm wahrscheinlich. Ja, aber was ist, wenn sie uns dann doch auch angreifen, weil sie denken, wir haben ihn irgendwie entführt oder so. Und dann nehmen sie sich den Kleinen und töten uns. Also, ich weiß jetzt auch nicht. Ach Gott. Mann, das ist jetzt gerade eine komische Situation. Ich weiß auch nicht. Okay, pass auf. Die greifen uns an, das wissen wir schon mal, weil die haben einfach Angst. Sind hier neue Erdbeeren? Oh, hier gibt es schon wieder neue Erdbeeren. Zack und zack und zack und zack und zack und zack. So, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was wir machen könnten, damit wir irgendwie den Kleinen wieder dahin bringen können. Ich weiß ja auch nicht. Ich würde sagen, wir schauen mal, was wir in der nächsten Folge machen können. Das war's auf jeden Fall erstmal für heute. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Hashtag Tortuga in die Kommentare. Und schaut auf jeden Fall bei Sammy vorbei. Und bei den Bauwallen, die uns hier die Map wunderschön bauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Macht's gut und tschüsschen.